Ich beziehe eine EM-Rente. Wann muss ich meinen Altersrentenantrag stellen, wenn ich die Regelaltersgrenze erreiche? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Also meine Damen und Herren, das ist auch wieder eine der klassischen Standardfragen, die immer mal wieder kommen. Ich habe hier eine Mail bekommen vom 22. April 2022. Da steht Folgendes drinne: Hallo an die Mitarbeiter von rentenbescheid24.de. Zurzeit erhalte ich eine volle EM-Rente. Die läuft zum 31.05.2024 aus. Ich darf dann ab dem 1. Juni 2026 in die Regelaltersrente gehen. Wann muss ich dazu einen Antrag stellen? Ja, im Normalfall müssten Sie eigentlich gar keinen Antrag stellen. Denn das ist eines der wenigen Ausnahmefälle, in dem die deutsche Rentenversicherung oder Ihr Rentenversicherungsträger von Amts wegen Ihre EM-Rente, wenn Sie nichts anderes bestimmen, weiter als Regelaltersrente zu zahlen hat. Das heißt also, Ihre EM-Rente wird automatisch nicht umgewandelt in eine Regelaltersrente. So ist die Rechtsfolge. Sie werden aber, ich schätze, 4 bis 5 Monate vor Ablauf Ihrer EM-Rente ein Schreiben von der Rentenversicherung bekommen, wo drin steht, dass Sie sich hierzu bitte erklären sollen. Also, das heißt, Sie sollen mitteilen, ob Sie Ihre EM-Rente dann als Regelaltersrente haben wollen. Und dazu müssen Sie ein entsprechendes Antragsformular ausfüllen. Aber im Grundsatz wird in diesem Fall, wenn die EM-Rente bis zum Kalendermonat des Erreichens der Regelaltersgrenze gezahlt wird, dann automatisch als Regelaltersrente weitergezahlt. Also eigentlich müssten Sie gar keinen Antrag stellen, aber ich empfehle unseren Kunden und allen Interessierten, die sich mit Rente beschäftigen, einfach einen Rentenantrag stellen auf die Regelaltersrente. Zwingend ist das nicht in diesem Fall, aber ich würde es tun. 4 bis 5 Monate vor Ablauf der EM-Rente natürlich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.